Servus Leute und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar jetzt geht's weiter mit FIFA 19 Karriere und ich würde sagen, wir legen direkt los mit einem Transfer. Und zwar, wir schauen nochmal nach. Erstmal schaue ich die Pressekonferenz an. Da geht's jetzt los. Nächster Bundesligaspieltag. Da tun wir mal den FC Bayern motivieren. Aber bevor wir das spielen, müssen wir uns erst einmal einen neuen Spieler verpflichten, weil die Mannschaft sieht ein bisschen anders gut aus. Ich würde sagen, holen uns auf jeden Fall erst einmal einen neuen Linksverteidiger. Aber wen genau, den muss ich noch schnell schauen. Dann würde ich sagen, holen wir uns den direkt. Kauf vorschlagen. 15 Millionen, ja, machen wir direkt. 15 Millionen ist nicht viel und würde sagen, lohnt sich. Und ja, dann tun wir mal mit dem behandeln. Wie so mit dem Preis aussieht. Ja. 4 Jahre. Ja, okay, mach mal. Weil es ein wichtiger Spieler für mich eigentlich ist. Oh, passt. Dann sortieren wir mal die Mannschaft um. So, dann schon mal für ihn hier. Rein und ja, so passt erstmal die Mannschaft. Ich habe jetzt vor, mir noch einen Spieler zu kaufen. Mal schauen, fürs Mittelfeld einen guten. Und zwar kann ich auch jederzeit im Sturm spielen lassen. Und zwar an Mario Götze. Ist Mittelstürmer, ist das sogar okay, gut. Wertz, okay. Dann schauen wir mal nach. Ob wir ihn kriegen oder nicht. Kauf vorschlagen. Zwei maximal 40, mehr nicht. Anbieten. Send ihn mal ab hier. Okay, passt. Dann habe ich ihn für so viel gekriegt. Das passt. 40 Millionen, mal mehr gebe ich für so ein für Götze nicht aus. So. Das ist ein Schlüsselspieler, der auch im Sturm spielt. Dann kann ich mit Doppelspitze spielen. Und ja. Akzeptieren, passt. Nur Gehalt. Er verdient. Nur ab seinen 80 die Woche. Okay, passt. Armer Götze ist halt auch drin. Dann spiele ich mal mit Doppelspitze. Das ist eine gute Formation, finde ich. Spielt dahinter. Kommt für ihn.
Mario Götze. Passt. So spiele ich und ja, es passt so. Nein. So, dann legen wir gleich los. Ich habe noch 3 Stunden da. Okay. Nächstes Bundesligaspiel tun wir natürlich simulieren. Da geht's direkt schon los. Und mal schauen, ob wir das Spiel gewinnen. Und direkt Timo Werner in der 23. Minute mit dem 1:0. Und so geht es direkt weiter mit Müller, legt in der 47. nach und sieht eigentlich recht gut aus. Gnabry muss leider ins Krankenhaus. Also er wird sehr wahrscheinlich für eine längere Zeit ausfallen, wie ich es jetzt schon wieder sehe. Und von der anderen Seite schießt Gomez das in der 28. Minute das erste Tor für Stuttgart und wir gewinnen 2:1. Und wir sind schon auf eine 87 und steigen immer noch weiter auf. Spieler verletzt. Für 5 Tage, okay, das geht. Ja, ich werde, wenn ich ein Testspiel mache, werde ich auf jeden Fall alle anderen Spieler mal spielen lassen. Das nächste Bundesligaspiel gegen Leverkusen und das simulieren wir natürlich auch. Und ich würde sagen, jetzt geht's direkt los. Rein ins Spiel und mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Wie in der 20. Minute legt Coman das 1:0 auf. Und so kann es ruhig weitergehen. Platten hat gelb. Götz ist verletzt im 2. Spiel und Coman in der 63. Minute mit dem 3:0. Und ich glaube, wir gewinnen auch 3:0. Jawohl, wir gewinnen 3:0 gegen Leverkusen. Das sieht schon mal richtig cool aus. Und jetzt geht's los mit der Champions League. So Leute, wir auf jeden Fall mit der Champions League loslegen. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Also lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao, Leute.